Hier zu Fuße im Wald 2 sagen sich Fuchs und Hase auch am Tag gute Nacht. Das ist das Werk vom Welt- und Leuenberger und ihn gehe ich heute besuchen. Ich bin gespannt, ob auch ich zur Motorsage greifen kann. Hose anlegen, ohne Hose geht nichts. Ja, ist gut. Danke. Ohne Schnittschutzhose geht gar nichts. Wer mit solchen Maschinen hantiert, muss auch vorsichtig sein. Reut den Klotz nicht. Nicht, jetzt gar nicht. Damit die Proportionen gut rauskommen, wird vor dem Sagen oder Stamm ausgemessen und markiert. Das ist der Mittelpunkt. Das muss ja nicht ganz in der Mitte sein. Ja. Also, sind auch immer, gell? Eigentlich ein schöner Schwumm ist auch nicht immer perfekt. Nein, es ist ja so. Ja. Die sind auch nicht, das ist keine gleich. Ja. Immer hier klemmen. Ja. Hier zwischen den Beinen. Einfach, was du hier hast. Und dann jetzt musst du noch den Tamir anlegen und dann ist der gut. Jetzt kannst du eins probieren. Soll ich zwei, drei Schnitte machen? Oder? Ja, gern. Jetzt geht's los. Vorsichtig mache ich mit der Sage die ersten Schnitte. Der Welthu unterstützt mich auch immer wieder tatkräftig und gibt mir Tipps. Zuerst schneide ich die Form der Kappe aus und nachher kommt der Stiel dran. Wenn die groben Formen geschnitten sind, geht es noch an die Feinarbeit. Zum Beispiel muss der Hut noch seine geschwungene Form bekommen. Die übrige Rinde gehört da natürlich auch nicht mehr hin. Weg damit! Zu guter Letzt noch alles etwas schleifen, damit es eine schöne Oberfläche gibt. Ich bin ein leidenschaftlicher Bildsammler. Aber so geschwitzt, um ein Bild zu bekommen, habe ich meine Erlebnung noch nie. Oh, aber stolz bin ich gleich ein bisschen. Ja, sicher, das ist schön. Aber jetzt lassen wir, glaube ich, den Profi ans Werk, gell? Nein. Der Welthu arbeitet hier gerade an einer Eule, ähnlich wie sie im Hintergrund zu sehen ist. Bei ihm sieht es ein bisschen einfacher aus. Natürlich braucht so eine Skulptur seine Zeit. Wir lassen den Walti jetzt in Ruhe weiterarbeiten. Jetzt habt ihr gesehen, wie man mit Stil sagt. Auf meinen Pilz aber bin ich trotzdem mega stolz. Er wird in meinem Garten ein gutes Plätzchen bekommen. Merci, Walti.